Tja, ihr Lieben, nächste Programmvorschau. Da macht man ja jetzt normalerweise überhaupt keine Witze drüber, schon gar nicht über Flüchtlinge. Aber da, wenn es dann wieder so stimmt, sollen dann 13 in einem Fünfsitzer in einen VW gepfercht worden sein und transportiert worden sein, ist natürlich eine ganz enge Geschichte. Das kann man jetzt wirklich so sagen. Aber natürlich im Hinblick auf das böse CO2 und dass wir ja jetzt natürlich nach wie vor immer klimafreundlicher werden müssen, kann man da auch mal einen Daumen hoch geben und sagen, ja, wo jetzt hier drei Autos nötig gewesen wären, ist jetzt nur eins noch hier zum Einsatz gekommen, müsste Greta, müssten die Fridays for Future Kids, müssten Extinction Rebellion jetzt hier auch wieder ganz viel Preise vergeben dafür. Aber nicht nur darum geht's, auch noch ein paar Punkte. Aber wenn nicht so ganz lang das Video, dann vielleicht bis gleich. Tschüss.